Wie funktionieren die Regeln, nach denen genetisch determinierte Merkmale von einer Generation an die nächste vererbt werden? In diesem Video beantworten wir die Frage am Beispiel des dominant-rezessiven Erbgangs. Dazu untersuchen wir, wie das Merkmal Blütenfarbe beim Löwenmäulchen vererbt wird. Oben ist die Elterngeneration oder Parentalgeneration dargestellt, abgekürzt P. Wie der Name sagt, das sind die Eltern. Unten sehen wir die Folgegeneration oder Filialgeneration. Sie sind die Nachkommen der Parentalgeneration, also ihre Kinder. Weil sie unmittelbar von den Eltern abstammen, nennt man sie auch erste Filialgeneration oder F1. Später werden wir sehen, dass es auch eine zweite Filialgeneration gibt, F2 genannt. Sie sind die Enkel der Parentalgeneration. Betrachten wir die Ausgangslage der Parentalgeneration etwas genauer. Eine Elternpflanze erzeugt rote Blüten, die andere bildet weiße Blüten. Die Blütenfarbe ist das für uns sichtbare Merkmal. Es wird auch als Phänotyp bezeichnet. Der Phänotyp ist die Ausprägung einer genetischen Veranlagung. Phänotypische Merkmale können für unser Auge sichtbar sein, wie die Blütenfarbe, die Blattform oder die Zeichnung bei einem Tier. Doch auch die Blutgruppe, die Fähigkeit, den Milchzucker Laktose verdauen zu können oder die Bildung von Geschmacksmolekülen in einer Tomate sind Phänotypen. Der Ausdruck Phänotyp meint ganz generell alle Merkmale, die eine genetische Ursache haben und sich in irgendeiner Form äußern oder bemerkbar machen. In diesem Fall hier liegen bei den Eltern zwei unterschiedliche Phänotypen vor. Die Pflanze links besitzt den Phänotyp rote Blüten, die Pflanze rechts verfügt über den Phänotyp weiße Blüten. Der Phänotyp ist das Ergebnis einer bestimmten genetischen Veranlagung. Die genetische Veranlagung ist der Genotyp. Der Genotyp beschreibt, welche Gene und Allele ein Individuum besitzt. Man könnte auch sagen, der Genotyp gibt an, über welche Allelkombinationen ein Individuum verfügt. Allele werden mit großen und kleinen Buchstaben angegeben. Die Pflanze links ist reinerbig oder homozygot für das Allel rot, dargestellt durch zweimal den Buchstaben groß R. Die Pflanze auf der rechten Seite ist homozygot für das Allel weiß, symbolisiert durch die zwei Buchstaben klein R. Diese Pflanzen hier sind diploid. Weil sie jedes Allel doppelt besitzen, werden auch die Buchstaben R doppelt angegeben. Bei der Bildung der Gameten, also den Eizellen und Spermazellen, reduziert die Meiose das Genom von diploid zu haploid. Deshalb enthalten die mit einem Kreis dargestellten haploiden Gameten nur noch ein Allel. Die rotblühende Pflanze erzeugt nur Gameten mit dem roten Allel groß R. Die weißblühende Pflanze bildet ausschließlich Gameten mit dem weißen Allel klein R. Die Kreuzung der rot- und weißblühenden Pflanzen aus der Elterngeneration ergibt einheitlich rotblühende Pflanzen in der ersten Folgegeneration. Was führt zu diesem Ergebnis? Wieso haben alle Pflanzen rote Blüten und keine einzige weiße Blüten? Und wieso ist die Blütenfarbe in der F1-Generation nicht rosa, also das Mittelding zwischen rot und weiß? Wenn beide Eltern homozygot sind, kann jeder Elternteil nur eine einzige Form von Gameten erzeugen. Bei der Befruchtung kommen zwei unterschiedliche Allele zusammen. Das bedeutet, alle Individuen in der Folgegeneration besitzen zwei verschiedene Allele. Sie sind heterozygot. Das führt zur Frage, wieso ergibt die Kombination aus einem roten und einem weißen Allel ausschließlich rote Blüten? Die Antwort lautet, das rote Allel oder groß R dominiert gegenüber dem weißen Allel oder klein R. Der Genotyp umfasst beide Allele, groß R und klein R.
Beim Phänotyp macht sich jedoch nur das Allel Rot bemerkbar. Deshalb ist das rote Allel ein dominantes Allel. Dominante Allele werden immer mit einem Großbuchstaben dargestellt. Das Allel Weiß bleibt unsichtbar. Deshalb ist das weiße Allel rezessiv. Rezessive Allele werden mit Kleinbuchstaben angegeben. In einem heterozygoten Individuum mit beiden Allelen unterdrückt oder maskiert das dominante Allel das rezessive Allel. Diese Beziehung zwischen den Allelen nennt man dominant-rezessiv. Die Weitergabe der Allele von einer Generation an die nächste ist ein dominant-rezessiver Erbgang. Wie kann das rote Allel gegenüber dem weißen Allel dominieren? Links haben wir den Genotyp. Er bestimmt den Phänotyp. Der Genotyp ist heterozygot und umfasst je ein rotes und ein weißes Allel. Das rote Allel erzeugt durch Transkription eine Messenger-RNA und durch Translation ein funktionsfähiges Enzym. Das Enzym bildet aus farblosen Vorstufen einen roten Farbstoff. Auch das weiße Allel erzeugt eine mRNA und durch Translation entsteht auch hier ein Enzym. Aufgrund einer Mutation ist das Enzym aber nicht funktionsfähig und kann keinen Farbstoff bilden. Das rote Allel erzeugt so viele Kopien des funktionsfähigen Enzyms, dass genügend Farbstoff für eine intensive Rotfärbung der Blüte entsteht. Der fehlende Beitrag des weißen Allels hat keine Auswirkungen und spielt keine Rolle. Deshalb ist das rote Allel dominant und das weiße Allel rezessiv. Bei der ersten Folgegeneration fällt auf, dass alle Individuen identisch sind bezüglich der Blütenfarbe und der Allelkombination. Das wird als die erste Mendelsche Regel oder auch Uniformitätsregel bezeichnet. Werden zwei Individuen gekreuzt, die sich in einem Merkmal unterscheiden, für das sie beide homozygot oder reinerbig sind, dann sind alle Nachkommen in der Folgegeneration gleich, bezogen auf das untersuchte Merkmal. Die Pflanzen in der F1-Generation sind alle heterozygot. Deshalb bilden sie zwei unterschiedliche Gameten. Genau 50% der Gameten tragen das dominante Allel groß R, die anderen 50% enthalten das rezessive Allel klein R. Wenn wir die Pflanzen aus der F1-Generation kreuzen, bekommen wir in der zweiten Folgegeneration unterschiedliche Genotypen und Phänotypen, die immer einem bestimmten Muster gehorchen. Betrachten wir zunächst die resultierenden Genotypen, die sich aus den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Gameten ergeben. 25% der Individuen sind homozygot für das dominante Allel groß R. Ihr Phänotyp ist rotblühend. 50% der Pflanzen sind heterozygot. Auch sie haben phänotypisch rote Blüten. Die restlichen 25% der Individuen sind homozygot für das rezessive Allel klein r. Sie bilden phänotypisch weiße Blüten. Diese Erkenntnisse gelten ganz allgemein für dominant-rezessive Erbgänge. In der F2-Generation treten die Genotypen im Verhältnis von 1 zu 2 zu 1 auf. Und die Phänotypen haben die Häufigkeit von 3 zu 1. Werden die Individuen aus der ersten Folgegeneration miteinander gekreuzt, ist die zweite Folgegeneration für das untersuchte Merkmal nicht mehr uniform. Die Phänotypen spalten sich nach bestimmten Zahlenverhältnissen auf. Bei einem dominant-rezessiven Erbgang erfolgt die phänotypische Aufspaltung immer im Verhältnis von 3 zu 1. Bei anderen Formen von Erbgängen können auch andere Verhältnisse auftreten.